Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen, Manor Lords. Und die werden wir jetzt begleichen. Und zwar, indem wir dich einfach komplett brechen werden. Wir sind Dieter Gierig. Und wir werden jeden schamlosen Trick nutzen, um dieses Spiel so richtig schön vorzuführen, nachdem es mich in der letzten Hardcore-Runde so sehr gequält hat. Um gerechte Rache zu üben, bauen wir natürlich denselben den netten Anfang wie immer. Aber ändern einen Fakt, den ihr mir natürlich alle genannt habt. Und den werde ich jetzt natürlich einhalten. Leute, ich höre euch doch zu. Und das machen wir da jetzt auch und übertreiben es natürlich direkt mal maßlos. Warum auch nicht, ne? So. Und dann gehen wir auf Minus, Minus, Minus. Und haben hier nachher einen gigantischen Plot, der uns genug Nahrung bereitstellen sollte. Zack, so sieht das dann aus. Und da bauen wir Gemüse an. Ja, wie gesagt, ich habe euch gehört. Ja, tun wir natürlich. Um den ersten Schritt in unsere Autonomie und unsere Rache zu tun, werden wir einen schnellstmöglichen, schönen Plot machen, den wir mit Gemüse füllen werden. So, wie ihr mir das gesagt habt. Wir nehmen uns als ersten Perk, nachdem wir ein paar Häuser gebaut haben, Handelslogistik. Um unsere Handelsrouten günstiger zu machen, natürlich, das ist klar. Wir wollen jetzt richtig Rache üben und dafür brauchen wir anständige Trades. Und Trades, die anständig sind, sind billige Handelspreise, um so richtig schön die Wirtschaft zu brechen. Nachdem wir hier schon das Essen relativ gut gebrochen haben und zusätzlich natürlich unsere Jagdlager trotzdem gebaut haben, werden wir jetzt auch noch die Wirtschaft brechen. Die Grundversorgung steht für unsere Rache. Jetzt können wir richtig loslegen. Der Gegner beansprucht schon das zweite Gebiet. Ja, ich habe ihn auch wieder auf aggressiv gestellt, auch die Banditen auf aggressiv gestellt. Das heißt, auch die kommen bald. Wir müssen also schnell handeln. Handelsposten steht schon mal. Und wir wollen natürlich unsere Schießstrategie auf dieses Gebäude hier ausrichten. Den Brennofen. Der Brennofen produziert die Dachziegeln. Und wenn wir unsere zweite Stufe erreicht haben, wo ich gerade dran arbeite, nämlich zwei Stufe 2 Gebäude, dann können wir nämlich diese zweite Fähigkeit benutzen, dass alle Geschäfte um 10 gesenkt werden. Also Importpreise um 10 sinken. Dann sollten wir Lehm, wenn wir mal reingucken, relativ günstig uns aneignen können, ohne dass wir es selber abbauen. Nämlich für 1. Und dann werden wir jedes von diesem Lehm, werden wir dann wiederum in diese Ziegel umsetzen. Und diese Ziegel werden wir dann verkaufen für 8. Und dadurch werden wir sehr viel Geld gewinnen und damit unsere gerechte Rache üben. Das reicht aber noch nicht, aber das reicht zumindest schon mal, um eine, ja doch, eine recht anständige Rache aufzustellen, um diesem Spiel zu zeigen, dass ich wirklich angepisst war beim Hardcore-Let's Play. Kurze Zeit später können wir unsere nächste Stufe erreichen und die besseren Geschäfte auch wirklich nehmen. Und jetzt seht ihr, was ich meine, wenn ihr mal schaut. Beim Handel können wir jetzt Lehm für 1 kaufen. Und wir können die Route für 6 einsetzen. Was natürlich perfekt ist. Heißt, wir nehmen die sofort. Und werden Lehm jetzt immer importieren. Zuerst mal können wir ein bisschen was nehmen. Wir haben ja nicht so viel Geld. Nehmen wir einfach erstmal 10. Und wollen die jetzt 10 immer importiert bekommen. Und die werden wir jederzeit danach in unserem Brennofen, der gerade noch gebaut wird, umsetzen in die Dachziegel, die jeweils 8 geben. Ihr könnt euch also denken, wir können damit richtig schön die Wirtschaft brechen, um Rache zu üben. Gerechte Rache. Wir werden ja wesentlich schneller wachsen. Ihr seht schon, wir sind schon bei 9 Familien. Ich habe einfach Häuser gepusht wie und bis zur Unkenntlichkeit, damit wir auch wirklich genug Leute haben, um unser Herrenhaus auch nachher aufzubauen, um den Glitch oder das Brechen des Spiels auch wirklich vollständig zu machen und um eben unsere Wirtschaft auch richtig brechen zu können. Nachdem wir uns die Händler ein bisschen scammen wollten und mir irgendwie viel zu viel Lehm gegeben haben, obwohl ich das gar nicht wollte, können wir jetzt doch dann Dachziegelhandel zu einrichten, auf Export drücken, die armen Steinchen, die ich ausgeben musste, wieder weglassen. Und wir brauchen gar keine Dachziegel. Hau die einfach raus. Wir wollen sie alle loswerden. Das heißt, wir verkaufen die jetzt mit einem Nettogewinn von 7. Und dann können wir nachher mit unserem Herrenhaus richtig schön die Schatzkammer füllen, um den ganzen Spaß beginnen zu lassen. Und vielleicht die ersten Banditenlager anzugreifen. Und ihr seht, die KI ist mit den 4 Gebieten schon bestückt. Nachdem wir nicht mehr ein Jahr vorbei haben, wir sind gerade erst im ersten Winter. Ich habe im Frühling angefangen. Und ihr seht, wir haben schon den ersten beträchtlichen Gewinn eingefahren durch unsere leckere Dachziegelproduktion. Das heißt, wir können jetzt wieder die Lehmgruben starten und importieren das bis zur Unkenntlichkeit. Wir können einfach sagen, bis 100, das ist komplett egal. Das wird natürlich nachher teurer werden, aber ganz ehrlich, der Gewinn wird trotzdem noch reichen, um uns erstmal schön einen dicken Batzen Gold einzubringen. Währenddessen habe ich auch schon wieder Bogen eingebaut, sodass wir notfalls auch Bögen verkaufen können und uns auch wehren können. Bei 213 in den ersten paar Monaten können wir uns jetzt direkt mal absacken. Auch mit den nicht ganz so Hardcore-Regeln kriegt man ja nicht direkt 16 abgezogen von der Zufriedenheit. Also ich habe nur einen geringen Nachteil genommen. Das heißt, wir können direkt mal 20% Steuern geben, um schon mal unser Gefolge zu erhöhen. Da wir auch die Banditen weiterhin auf Hardcore gestellt haben, haben wir natürlich nach einem Jahr auch direkt den Angriff leider direkt neben uns. Das heißt, die Vorbereitungen müssen relativ schnell abgebrochen werden, um die Rache zu üben. Ist auch nicht ganz so schlimm. Ich habe ja im Bewusstsein dessen natürlich unsere Bögen fertig gemacht. Ich wollte es mir ja nicht zu einfach machen, dass ich jetzt schon direkt 3000 Regionsvermögen habe und die einfach umweghauen kann. Das heißt, wir müssen schon noch einigermaßen fairen Kampf kämpfen. Ihr kennt das Prinzip, man sollte am besten außerhalb der Region kämpfen, um keine blöden Leichen da zu liegen zu haben und dann vollkommen genervt zu sein. Diesmal fahren wir die Strategie, dass wir erstmal unsere Bauern sterben lassen. Ja, ich weiß, das hört sich gemein an,
Und das liegt einfach daran, dass unsere Bauern respawnen, indem unsere Leute, naja, sagen wir, sehr fertil sind und sehr schnell kleine Kinderchen erzeugen können. Von daher können die ruhig ein bisschen sterben. Das ist mir komplett egal. Wir sind schon bei 14 Familien. Von daher dürfen wir durchaus Verluste annehmen. Machen hier ein schönes Sandwich auf unsere Gegner und hoffen, sie dann relativ schnell zu brechen. Einmal ein bisschen beschleunigen das Ganze. Ja, wir haben schon Verbogenschütze verloren. Wer interessiert's? Und damit haben wir auch schon gewonnen. So, noch nicht mal einem Jahr haben wir uns jetzt schon mal ein paar Gefolge gegönnt. Haben schon mal 30, 24. Wir können es nicht ganz brechen, das Spiel, weil natürlich der Bug hier gefixt wurde, dass man unendlich von den Türmen bauen kann. Aber wir können jetzt schon mal versuchen, uns mal ein bisschen Einfluss durch die Bahn beim Banditencamp zu holen. Wir haben nicht viele davon, aber immerhin ist immer eins neben uns gespawnt. Das holen wir uns natürlich sofort, wo uns der blöde KI-Gegner da wieder auf den Nerv geht. Und hoffen, dass wir wieder wie eben schön... Oh, er kommt glaube ich schon. Schön dann eben unsere Bogenschützen das tanken lassen, während wir dann gemütlich mit unserem Gefolge hinten in den Rücken rein können. Hier zerquetschen wir gerade die Banditen. Und können jetzt hier das Banditencamp natürlich plündern, mein Gott. Und dadurch kriegen wir ein bisschen Ansehen und ein wenig Gold dazu, im Idealfall. Zack, 200 Gold, perfekt, ohne großartige Verluste. Die Verluste, die wir haben, werden einfach respawned, also kein Problem. Schauen wir noch direkt mal, ob wir den KI-Gegner schon mal nach einem Jahr ein Schnippchen schlagen können, in seiner wahnsinnigen Raserei, bevor er im nächsten Patch genervt wird. Heißt, wir greifen jetzt oder sagen jetzt, nope, wir wollen das gerne auf dem Schlachtfeld klären. Du gehst hier nicht noch mehr einsacken und gönnen uns für unser Geld schöne Söldner, so wie sich das gehört. Dann nehmen wir uns einmal die 90er und einmal die 50er. Fernkämpfer sind jetzt noch nicht so sinnvoll, von daher lassen wir es einmal so. Und können natürlich zusätzlich unser Gefolge noch ausheben, um tatsächlich möglichst viel Vollgas zu geben. Und dann können wir hier die ganze Geschichte nach vorne schicken und die Schlacht schlagen, die hier stattfinden wird. Und hoffentlich auch relativ schnell gewinnen. Oh, bevor wir da mal hingehen, gehen wir noch das neue Barbarencamp oder die Brigantencamp zerstören, natürlich. Und dann ging die Schlacht los. Ja, relativ verbuggt, ey. Ganz ehrlich, die Schlacht ging irgendwie los, obwohl ich noch gar nicht da war. Meine Soldaten wollten laufen, wie sie wollen. Aber gut, die Bogenschützen haben sich einfach mal geopfert vom Gegner und unsere Söldner schicken wir jetzt einfach in den Tod. Ja, und unsere Hauptarmeen können einfach dahinter stehen und zugucken. Auf geht's, drauf da. Ihr beide könnt einfach hier die Briganten abfangen, wenn ihr Bock habt. Und der Rest kann einfach hier vorne drauf gehen. Ja, irgendwie haben die Briganten so richtig Bock zu sterben. Von daher legen sich unsere Gesamtarmee an. Auch nicht schlecht. Und der Rest einfach mit hier rein. Außer ihr beide bitte nicht. Du kannst aber auch mit da rein und dich mal von hinten drauf schmeißen. Das sollte relativ leicht gehen. Und damit haben wir die Schlacht gewonnen. Das ging relativ flott. Wichtig natürlich immer daran denken, jetzt die blöden Söldner wieder abzulehnen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Um mit euren normalen Einheiten zurückzugehen. Und damit haben wir unser erstes Gebiet gewonnen nach dem ersten Jahr. So wie sich das gehört. Denn Rache schmeckt süß. Und so muss Rache gemacht werden. Mit leckerem Bärenwisch und vor allem wichtig auch Lehm vorkommen. Das ist essentiell für uns. Denn dann können wir Lehm ohne irgendwelchen Nachschub auch besorgen. Müssen natürlich dann zwischen den Gebieten hin und her. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein bisschen fühle ich mich gescampt von euch. Ich habe jetzt diese drei dicken Dinge angesetzt. Klar, jetzt ist Winter, das ist mir logisch. Ne? Also jetzt nicht, dass er deswegen was sagt. Aber das hat bei weitem nicht gereicht, mich über Wasser zu halten. Ich musste jetzt Fleisch kaufen. Sonst hätte ich keine Chance gehabt, hier in irgendeiner Weise was zu haben. Selbst die Jäger hier haben nicht gereicht. Wobei die auch irgendwie nicht sehr aktiv sind. Aber die Gärten, ja, sind nicht so effizient, wie ich es mir das gewünscht hätte. Ich dachte eigentlich, ich baue die zwei, drei davon und dann habe ich nie wieder Probleme. Sieht nicht ganz so aus. Ich muss auf jeden Fall im nächsten Jahr hier ein Feld ansetzen. Denn meine Rache sollte eigentlich nicht durch Nahrungsprobleme gestoppt werden. Das war nicht der Plan. Der nächste Claim kommt, Goldhof soll eingenommen werden. Das heißt natürlich, wir müssen wieder dagegen vorgehen, um halt schon mal ein Gebiet einzunehmen, ohne selber Einfluss auszugeben. Denn Einfluss ist eben die Ressource, die diesen... in Anführungszeichen Speedrun oder diese schnelle Vergeltung, die ich hier üben will, halt ausmacht oder limitiert. Das werden wir später noch sehr gut sehen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir mit unserem Handel, den wir ja noch mal massiv haben, Dachziegel raushauen, werden auch später noch weiter diversifizieren, damit wir mehr Optionen haben. Wieder unsere Söldner anheuern. Ihr kennt das Spiel. 90 für die eine Portion, die in Seibitz, glaube ich, heißt, ankommt und einmal im Goldhof für 50. Also wieder 140 ausgeben. Ihr seht aber, wir haben noch 220, was eine ganz okaye Portion noch ist. Sollte natürlich in Zukunft mehr werden, damit wir wirklich auch den Vorteil gewinnen können. In der Schlacht ist das das Übliche. Wir laufen nach vorne, machen den Angriff oder den Fake-Angriff. Und diesmal hat es sogar geklappt, dass wir den super Schieß machen. Wir haben nämlich sofort die Schlacht gewonnen, ohne irgendwas zu tun. Was wir jetzt machen können, ist tatsächlich noch einen Angriff zu nehmen. Ihr seht's. Denn wir könnten jetzt mit unserem Einfluss, den wir hatten, oben rechts, 2000 bezahlt man dann, einfach ein Gebiet nochmal claimen und diesen Claim einfach auch nochmal durchsetzen. Der Schieß klappt dabei nicht. Ihr seht, auch von rechts kommt noch mehr Armee. Ein bisschen gefährlich, was wir machen. Wir haben aber eben noch die Söldnertruppen und unser Gefolge. Jetzt ist schwer, natürlich alles so ein bisschen auseinanderzuhalten und vor allen Dingen auch zu retten. Ihr seht, unten unsere Bogenschützen kriegen extrem auf die Fresse.
werden tatsächlich komplett aufgemischt, was natürlich wirklich zu greedy war fast schon. Und unser Gefolge ist auch komplett ausgelöscht worden. Gute ist, der Rest kann dann doch noch beseitigt werden, eben durch unsere Söldner. Weil da war ich sehr unaufmerksam. Das heißt, wir müssen teuer nochmal unser gesamtes Gefolge ersetzen, was natürlich diesen, in Anführungszeichen, Speedrun massiv nach hinten wirft. Und ja, das war nicht unbedingt das Ziel, was wir erreichen wollten. Aber wir sind zumindest stabilisiert, wenn es um Nahrung geht. Ihr seht, das Gemüse kommt dann doch. Ihr hattet natürlich vollkommen recht. Und dann nehme ich alles zurück, was ich jemals gesagt habe. Prinzipiell fehlt uns um so ein Glück jetzt nur noch ein bisschen Einfluss tatsächlich. Denn wir müssen immer 2000 ausgeben, um ein Gebiet zu beanspruchen, was natürlich extrem nervig ist. Ansonsten sehe ich mich eigentlich in der Lage, jetzt den Gegner zu besiegen. Irgendwie dieses Fauxpas gemacht, dass ich unsere ganze Folge geopfert habe. Sonst hätten wir jetzt 15 Einheiten. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, wenn wir uns konstant halt über Wasser halten können. Gerade ist das Regionsvermögen aber nicht so gut, weil wir wieder so eine Schlappe haben, wo wir halt schlechte Preise bekommen. Da muss man immer darauf achten, dass man die Dachziegel auch immer zu den guten Preisen natürlich verkauft und auch das Lehm halt zum guten Preisen auch einkauft. Aber ansonsten denke ich, dass wir da eigentlich einen sehr guten Weg haben. Zufriedenheit haben wir. Wir haben auch jetzt noch eine Truppe aufgestellt hier. Und zwar habe ich mir nochmal Seitenwaffen geholt, also die Axtkämpfer nenne ich sie jetzt einfach mal. Und könnten auch nochmal so halb-halb machen, 24, 24, sogar zwei Drittel jeweils. Und damit eine relativ gute Armee aufstellen. Vielleicht könnten wir sogar noch ein bisschen was mehr machen, wenn wir noch ein paar Waffen importieren. Deswegen haben wir auch kaum Geld noch. Aber sonst, wie gesagt, Einfluss. Und Einfluss kriegt man nur, indem man Banditen besiegt, was ein bisschen nervig ist, und kämpft halt gegen den Gegner. Und das kann halt dann doch noch ein bisschen zäh werden. Ich hatte eigentlich gehofft, so in 3 Jahren durch zu sein. Aber ich glaube, einfach dadurch wird es noch etwas länger dauern, bis wir tatsächlich vorgehen können oder gewinnen können. Ich erzähle natürlich Unsinn. Es gibt ja auch noch den Zehnt, den ihr benutzen könnt für 10%. Und da das Gemüse ernten jetzt so derart abgeht, können wir auch darüber durchaus uns ein wenig Einfluss holen. Ich habe auch nochmal 3 Banditen besiegt. Die haben auch nochmal schlappe 1000 gegeben. Und jetzt müssen wir uns wieder mal gegen die KI verteidigen. Ja, entweder machen wir das kampflos oder wir können dann wenigstens sagen, ja, wir kriegen Einfluss, wenn wir sie halt umhauen. Das wäre ja auch schon mal hilfreich. Ansonsten wachse ich hier ein bisschen vor mich hin und versuche ein bisschen Brot herzustellen. Ich mache nie wieder so ein großes Feld, das solltet ihr niemals tun. Aber eigentlich sind wir jetzt, wenn ihr mal um die Werte seht, wirklich stabil dabei. Verkaufen immer alles, was wir brauchen, kleine Schilde. Und haben genug Seitenwaffen, um auch unsere Armeen aufzustellen, sodass wir eigentlich in einer sicheren Position sind, jetzt die KI mal richtig zu zermalmen. Ich hoffe, dass wir wieder so einen Doppelmove machen können. Aber ob das klappt, werden wir jetzt sehen. So, ich habe 2 Truppen bestellt, wie immer. Ich hoffe, dass wir die irgendwie noch benutzen können. Aber 20 Tage gehen natürlich schnell vorbei. Muss man aber dann denken. Das heißt, wir versuchen jetzt hier den Kampf zu erzwingen schnell. Und hoffen, dass noch irgendwie genug übrig bleiben, damit wir das Ganze noch durchführen können. Wenn ruhig ein bisschen auf unsere Bogenschützen gehen, das finde ich gar nicht schlecht. Okay, ja, passiert aber nicht. Das heißt, wir müssen jetzt einfach ein bisschen in die Flanke rein. Gucken, dass nicht unsere Bevölkerung von den Banditen angegriffen wird. Das wäre schon mal ganz wichtig. Jetzt haben wir schon mal das Gefolge aufgerieben. Das ist mir egal, die Bogenschützen machen eh keinen Schaden vor dem Patch. Sind sie komplett nutzlos, von daher sollten wir da einfach so drauf gehen. Und haben jetzt leider noch keinen 2000. Ich hoffe, dass wir durch den Sieg 2000 Einfluss haben. Befürchte aber nicht, oder? Gucken wir mal. Und? 100! Das ist ja lächerlich. Banditenhorden bringen einen, weiß nicht wie viel. Und die bringen einen 100. Okay, ja gut. Dann muss die Rache doch noch was machen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber gut, wir haben zumindest den Kampf wieder gewonnen und ja, leider zu viel Geld ausgegeben. Sehr ärgerlich. Ja, die Glitches sind nicht mehr ganz so krass mit dem Handel, deswegen müssen wir ein bisschen diversifizieren. Wir haben die Dachziegel ja als ersten Opener genommen. Mittlerweile habe ich jetzt noch Kriegsbögen, gut, Klassiker. Kleine Schilde und große Schilde habe ich jetzt noch als letztes hinzugefügt. Das heißt, die 3 exportieren wir immer, gerade so zu gucken, dass keine Mali drauf sind, dass wir auch immer genug Geld dafür kriegen, um eben unsere Kasse, ihr seht, sie ist wieder gefüllt, hochzuhalten. Ich habe auch 36 Speere nochmal gekauft. Von daher ist das Gold recht, oder Regionsvermögen recht gut, weil wir eigentlich nämlich sehr viel ausgegeben haben, um nochmal eine zweite Armee voll ausstatten zu können. Da brauchen wir 36 Schilde. Wir haben ja schon 36 kleine Schilde und die Seitenwaffen. Wenn wir irgendwann dazu kommen, vielleicht wirklich ohne Söldner zu kämpfen oder zumindest möglichst wenig Söldner zu nehmen. Eigentlich müsste man auch noch sowas wie Gambeson und so weiter einholen oder selber bauen tatsächlich, was vielleicht noch so ein bisschen den letzten Push geben würde. An sich sind wir aber jetzt gut genug ausgestattet, außerhalb mit dem blöden Einfluss. Ich habe den 10 zwar an, aber der dauert halt wirklich so lange, obwohl ich 10% habe. Ich kann mal auf 15 erhöhen, auf die 2000 zu kommen. Sonst wären wir eigentlich schon, wie gesagt, durch. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, wir sind jetzt ein bisschen weiter. Ich habe ein paar Banditen gekillt. Wir haben 3000 Einfluss. Wir mussten dafür nochmal Söldner holen oder ich wollte sie holen. Dass wir können nochmal ein Gebiet einsetzen. Ist nicht ganz so sicher der Plan. Ich habe auch noch mehr Söldner geholt. Allerdings auch nur Bogenschützen mehr, war einfach nicht mehr drin. Ist sehr schade. Und auch unsere eigenen Bogenschützen. Vielleicht können wir die Leute einfach so spreaden, dass es einfach noch irgendwo funktioniert. Ich dachte, wird hier unten sein, was ein bisschen ärgerlich ist.
Aber ja, gut, war abzusehen. Wir wollen auch das Gebiet hier einnehmen. Jetzt hoffen wir, dass wir hier mit unserem Bogenschützen halt irgendwie das Feuer so ablenken können, dass wir vielleicht die Schlacht schießen können oder zumindest irgendwie mit unseren komischen Truppen gewinnen können. Wir kennen den Drill ja, wir werden jetzt mit unserem Bogenschützen hier weglaufen und die anderen Armeen alle splitten, das kennen wir ja. Hauen die Bogenschützen um und versuchen dann einzeln, vielleicht noch einzelne Truppen daraus zu ziehen und nicht alles auf einmal zu kriegen, das wäre natürlich ideal. Klappt nicht immer, klappt manchmal schon, je nachdem, jetzt gerade hat es einigermaßen geklappt. Jetzt muss ich allerdings aufpassen, dass nicht meine Bevölkerung wieder mal stirbt. Die KI auch immer sehr gerne auf deine Bevölkerung gehen. Gut, sich dann opfern, aber dann auch deine Bevölkerung irgendwie umbringen. Hat aber auch gut geklappt. Das heißt, wir laufen jetzt hier zurück. Können hier ein bisschen hin und her flitzen. Und dann haben wir jetzt das voll komplett da hinten interessiert. Und können eigentlich hier die einzelnen Sperrkämpfer oder was sind einfach beseitigen. Das müsste uns auch den Sieg geben. Nee, noch nicht. Er steht noch mit drin, ist aber komplett verwirrt. Wir können also unsere Bewohner schon mal wieder zurückschicken. Das ist das Wichtigste. Und hoffentlich in 9 Tagen die dann besiegen. Weil die stehen ja so ein bisschen AFK rum. Bisschen ärgerlich. Weil sonst müssen wir nochmal die Truppe bezahlen. Fände ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Von daher sollen die sich bitte mal einfach aufgeben oder weiß nicht was. Das wäre ganz cool. In 7 Tagen, komm schon. So lange kann die Schlacht nicht dauern. Die müssten auch mal irgendwas trinken, sonst seid ihr tot. Ja, und jetzt müssten wir gewonnen haben. Das müsste also passen. Jawohl, Sieg. Und können es einnehmen, das Gebiet. Und haben nicht nochmal Geld bezahlen müssen. Haben also noch immer 426 in den Staatskasse und 400 Regionsvermögen. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut dabei. Was natürlich exzellent ist. Später, wir haben ein bisschen einfach gesammelt. Ich sammle aber jetzt weiter, bis wir wirklich die restlichen, ja, sind ja noch 6000 haben. Das dauert noch ein bisschen. Von daher werde ich euch damit nicht weiter belästigen. Denn die Rache ist eigentlich so gut wie abgeschlossen. Diese Wirtschaft zu brechen, war halt einfach der Key dafür. Und jetzt einfach noch geschickt die Söldner einsetzen. Was ich jetzt noch mache, ist einfach hoch die Steuern setzen auf 50%, was uns nur 12 gibt. Wenn ich an die höhere Stufe von Zufriedenheit denke, dann hat uns 10% schon 12 gegeben. Von daher ist das schon recht angenehm, wenn man einfach mal ein bisschen die Zufriedenheit runterstellt. Also nicht auf Hardcore, sondern auch auf Schwer spielen. Das macht schon einiges aus. So können wir aber jetzt mal automatisch zu 370, sage ich jetzt einfach mal, Vermögen rüberziehen. Ihr seht hier, zack. Und dadurch haben wir natürlich trotzdem noch über 50 Zufriedenheit. Wenn wir also noch mehr Familien haben wollten, was ich momentan nicht will, könnten wir das auch machen. Und sind eigentlich gut vorbereitet. Ich habe jetzt die gesamte Crew aufgewertet. Jetzt, was jetzt noch bleibt, werden andere Gebiete einnehmen, um noch eben mehr Gefolge zusammenstellen zu können. Um das Ganze noch zu pushen, kostet allerdings immer 250 Regionsvermögen. Könnt ihr hier sehen, das ist ziemlich teuer, finde ich. Dafür, dass man sich ja um das neue Gebiet auch kümmern muss, wenn es um Überleben und so weiter geht, was schon ziemlich lästig ist. Und ich würde es in Hardcore niemals machen. Jetzt im Schwer kann man es eigentlich machen, dass man hier mal hingeht und sagt, okay, komm, wir nehmen hier noch so ein Gebiet ein mit Tieren am besten wieder oder mit vielen Bären. Halt also Tiere als üppiges Vorkommen. Das haben wir hier gar nicht. Das wäre nur in den anderen Gebieten. Aber das... ja, wäre halt jetzt die andere Option, ein bisschen mehr Stärke zu holen. Ich weiß nicht, ob es wirklich nötig ist. Mein Ziel ist halt, alle Gebiete einzunehmen. Und dann haben wir es geschafft, dann haben wir die Rache geübt. Und dann habe ich diese blöden KI auch wirklich, ihr könnt das ja nicht so ganz nachvollziehen, aber diese 20 Angriffe, die ich hatte, wirklich mal richtig schön in die Fresse gehauen und damit gesagt, ja, wir haben Männerlords auch auf dieser Stufe hier durchgespielt. Auch wenn es natürlich nicht Hardcore ist, sondern eben etwas einfacher. Und das merke ich schon sehr gut. Das ist sehr... Ich verpasst ein bisschen zu einfach tatsächlich, hier das Spiel zu spielen. Die Wirtschaft wäre trotzdem dasselbe. Das heißt, dieses Brechen und diese Trades zu holen, wäre natürlich immer dasselbe Prinzip. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr das einfach spielen wollt und noch Schwierigkeiten immer habt, macht auf jeden Fall diesen Trick und ballert euch hier schön den Handel raus und schaut, dass ihr da ein bisschen diversifiziert. Man kann ja relativ leicht auch Waren produzieren, gerade auf dieser Stufe. Braucht nicht mal Bier gerade. Wir könnten jetzt die Stadt noch wachsen lassen. Dafür bräuchten wir auch Bier. Müsste ich dann nochmal ein Feld anlegen oder sowas. Kann ich machen, wenn ich lustig bin. Mal schauen. Auf jeden Fall sammle ich jetzt mit 6000. Dann schauen wir uns mal den End- oder die Endbegegnungen an. Ein paar Ausschnitte von den nächsten Angriffen des Gegners. Ein bisschen kiten. Ihr kennt das Prinzip mittlerweile. Wir müssen natürlich nochmal abwehren. Müssen nochmal noch unsere ganze Einfluss auf upgraden. Wir haben 4400, nicht mehr ganz so viel. Das ist bald unsere Mission geschafft. Wenn die KI dann manchmal noch auf meinen Befehlen folgen würde, sähe das auch immer ein bisschen sauberer aus. Meistens dann leider doch etwas dreckiger. Weil manchmal die KI einfach in irgendwelche Wege läuft, die sie nicht laufen soll. Aber trotzdem seht ihr, wir haben mittlerweile so eine finanzielle Überlegenheit. Und es ist noch nicht der Bug gekommen, dass ich keine Söldner mehr erneuern kann. Aber ihr seht aber auch, wir haben trotzdem auch 3 Truppen fertig. Das heißt, wir sind eigentlich super gewappnet, das Spiel komplett zu besiegen. Und müssen jetzt nur die den letzten Einfluss kriegen. Den kriegen wir leider nur durch den Zehnt und den Banditen. Ihr seht, wir haben jetzt gewonnen. Keinen einzigen Punkt Einfluss. Sehr, sehr schade. Ich habe mich mal herabgelassen, noch Waldbrand hier besetzt. Mit unserem, einem recht stattlichen Vermögen ist das möglich. Grundlegendste gebaut, vor allem natürlich das Herrenhaus. Eben mit der Erweiterung, sodass wir neues Gefolge anfeuern können. Und ihr seht, wir können jetzt einfach direkt vollkommen rausballern. Und ich hau hier noch endlich alle Waffenerweiterungen durch. Es hat natürlich sehr viel gekostet, sind wir ehrlich. Aber ja, wir haben es einfach. Wir können uns das leisten. Unser Handel floriert. Und damit sind wir leider schon im 7. Jahr.
sehr ärgerlich. Dieser Einfluss ist halt wirklich das große Problem. Wenn wir diesen Einfluss, dieses Einflussproblem nicht hätten, also Banditen-Camps hätten, die wir leider nicht mehr existieren, wäre das Ganze natürlich viel einfacher. Seht ihr, es kostet aber auch recht viel, so ein Gefolge aufzusetzen. Ihr könnt aber hier einen neu genannten Gierstadt sehen. Wir haben schon wieder 1000 an Ressourcen, also an Regionsvermögen. Das heißt, wir können auch jederzeit uns das wieder rausbauen. Ich habe jetzt auch mal gnadenlos hier den Zehnt erhöht. Ihr seht, wie viel Nahrung wir verlieren. Wir hatten eben 300, jetzt haben wir 140. Ja, hat jetzt ein bisschen was gewonnen. Noch 1000 brauchen wir. Es wird aber noch teuer. Ihr seht halt, Nahrung fließt jetzt natürlich da wirklich raus, obwohl wir hunderte an Gemüse hatten. Und auch so ein bisschen an Brot. Aber diesen Zehnt zu bezahlen, ist schon echt teuer. Das ist eigentlich besser, wenn man einfach auf die Banditen wartet. Das ist wirklich wesentlich praktischer, als eben diese ganze Geschichte zu machen. Weil das kann natürlich auch immer wieder zum Hungersnot führen, weil wir eben im Winter ja kein Gemüse anbauen können. Und damit hätten wir es geschafft. 7000 haben wir sogar. Das ist unsere Armee. Plus alles an Söldner, was wir holen können. Momentan nur 2 Truppen. Ich hoffe, dass sich das aber im Laufe der Zeit noch ändert, sodass wir einigermaßen gut durchziehen können, ohne große Zeitverluste sozusagen. Ich schalte euch rein und dann sehen wir, wie wir eins am anderen erobern werden. Ich dachte, wir machen das Ganze ein bisschen spannender. Habt direkt mal 2 Schlachten angefangen. Das heißt, wir haben sowohl hier oben eine Schlacht als auch da unten eine Schlacht zu schlagen. Werden wir auch unsere eigenen Truppen reinbringen. Ihr seht auch schon die ersten Verluste haben, leider Gottes. Aber ich glaube, das wird nicht zu vermeiden sein. Aber damit können wir vielleicht dann hier schon mal 2 Armeen auf einmal oder 2 Gebiete auf einmal holen. Ihr seht, wir nutzen hier einmal die Söldner als Bait. Die werden wir einfach ein bisschen opfern, das ist nicht so schlimm. Können sich auch wegbewegen, wollen sie aber jetzt gerade nicht. Dann haben wir hier noch die anderen Barbaren, die sind aber auch relativ schnell weg. Ihr seht, aufgerieben. Jetzt müssen wir nur das aufreiben und dann sind wir eigentlich mit dem Ding schon mal durch. Müssen wir dann denken, dass natürlich noch mehr kommen wird. Das ist ja klar. Das hier oben wird auch noch ein Schlachtfeld kommen. Wir sehen hier feindliche Einheiten, Gesichter. Kann aber auch sein, dass jetzt tatsächlich erstmal nichts kommt und das dann eben etwas länger dauert. Das ist durchaus möglich. Das heißt, wir müssen natürlich hier die ganzen bezahlen oder eben erstmal wegschmeißen und dann hoffen, dass wir andere bekommen. Beides möglich. Ich hoffe nur, dass wir dann nachher keine Söldner mehr haben. Erfahrungsgemäß dauert es natürlich ein paar Tage, bis der Typ wieder seine Gegner schickt oder seine neuen Einheiten schickt. Ihr seht, es ist auch eine seltsame Kombination, wird wahrscheinlich eben eine bestimmte Söldnergruppe sein. Er hat nicht mehr so viele Truppen, 2 Bogenschützen sind ja überhaupt kein Problem vor dem Patch. Machen die ja eigentlich gar keinen Schaden, das wissen wir ja. Und können wir eigentlich jetzt sofort die Schlacht beginnen und werden den wahrscheinlich auch relativ gut squishen können. Und dann haben wir eigentlich nur das eine Gebiet, was übrig bleibt, was wir dann auch noch erobern können. Geld ist momentan wieder ein bisschen knapp. Wir mussten gerade wieder Handel einstellen. Ihr müsst da immer on-off machen. Denkt dran, das ist ein bisschen Micromanagement. Aber das sollte sich auch locker wieder stabilisieren. Ich habe auch wieder unsere Gefolge vervollständigt, sodass wir überhaupt keine Probleme haben. Ja, wir versuchen wie immer den Trick natürlich mit dem Krieg beginnen oder Kampf beginnen und dann schnell zurückziehen. Klappt aber letzter Zeit nicht so viel, weil die Bogenschützen sehr gut da reinziehen. Das ist schon sehr stark von der KI. Von daher wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Ist aber auch nicht so das Problem. Ihr seht schon, wir haben ja genug Zeug, um einfach da auch entgegenzugehen. Wenn jetzt hier ein bisschen flanken, mit gegen 2 Bogenschützen sollte das eigentlich überhaupt kein Problem darstellen. Weil wir eben 2 Nahkämpfer nur gegen uns haben. Der Rest sind ja, wie gesagt, dann nur Fernkämpfer. Die kann man sehr leicht aufmischen. Und da habt ihr schon gesehen, alles fällt. Wir können eigentlich schon das letzte Gebiet einnehmen. Denkt mir eben dran, das dauert jetzt wieder, bis die KI wieder Gegner schickt. Aber ihr seht es hier, jetzt laufen alle hinter diesem blöden einen Bogenschützen her. Ich hoffe, irgendjemand holt ihn ein und kann die vielleicht auch kaputt machen. Aber ja, das soll uns eigentlich auch egal sein. Eigentlich müssten wir auch die Schlacht gewinnen. Oh, ja gut, sehr gut. Wir haben die Schlacht jetzt tatsächlich auch da oben angefangen. Dann haben wir es schon geschafft, ja, tatsächlich. Jetzt nur diese blöden Bogenschützen ausrotten und dann haben wir es eigentlich geschafft. Wir gucken, wo die Schlacht ist, dass wir nicht irgendwie die Schlacht jetzt noch verlieren durch irgendeinen komischen Glitch. Wir müssen halt nur irgendwo noch zu diesem blöden Bogenschütze hinkommen. Unsere Einheiten sind nicht gerade fit und einer wird ja sogar einfach stehen, hat gar keinen Bock mehr. Und jetzt haben wir sie eingenommen und damit haben wir tatsächlich gewonnen. Und ihr seht, wir haben damit auch die Siegbedingung geschafft, dass wir Eroberung haben. Deswegen kommt jetzt diese nette Cutscene. 7 Jahre haben wir gebraucht. 7 Jahre, um die Rache zu üben, die ich unbedingt haben wollte. Nämlich die KI so richtig schön im Grund und Boden stampfen. Mit Wirtschaftsausnutzen, absoluten brutalen Methoden und euren Tipp natürlich Gemüse anzubauen. Danke nochmal dafür, auf jeden Fall sehr wichtig, damit man da nicht zu viel mit diesem komischen Felder zu tun hat. Ja, und auch ein bisschen nur auf Schwerstellen, also die KI war aggressiv, Banditen waren sehr aggressiv und dann konnte man in 7 Jahren hier die ganze Map erobern und hat damit auch offiziell hier einen Sieg errungen, auch wenn eigentlich meine Siegbedingung auch auf Wachstum war, glaube ich. Bin mir nicht mal ganz sicher, ehrlich gesagt, ist auch egal. Für mich war so oder so das Ziel, alle Gebiete einzunehmen und damit haben wir die KI tatsächlich besiegt. Und zwar richtig schön vorgeführt. Besiegt mit, ich glaube, 36 Familien. Mehr brauchten wir nicht. Nicht mal eine kleine Stadt waren wir, um die komplett vom Bord zu fegen.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war eine kleine, nette Exkursion. Nicht ganz so hardcore wie das letzte Mal, damit es auch für mich in der Lebenszeit noch ein bisschen interessanter ist. Aber man kann auf jeden Fall die Wirtschaft sehr gut brechen und dadurch eben auch das Spiel sehr gut gewinnen. Sonst gibt es erstmal jetzt nichts von Manor Lords. Schauen wir uns mal an, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Dann schauen wir nochmal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.